Hi, Hannes hier. Ich bin heute hier in Begleitung mit meiner Freundin Eleni und ich möchte dir zeigen, wie man die Eleni richtig gut einstellt. Und es war ein sehr großer Wunsch in meiner Community, mal zu zeigen, wie man einen E-Gitarrenverstärker einstellt. Und ja, heute habe ich es geschafft. Es ist halt hier ein bisschen schwierig. Ich nehme sonst sehr gerne bei E-Gitarren-Tutorials oder Videos direkt in den Laptop auf, weil das Ganze einfach unkompliziert, dass es nicht ganz so laut ist. Ich baller hier nicht das ganze Haus zusammen. Aber heute zeige ich dir natürlich trotzdem jetzt mal, wie das so funktioniert mit dem E-Gitarrenverstärker und was es da für Tipps und Tricks gibt, damit du an einen guten Sound kommst. Ich habe hier eine Standard, American Standard Fender Stratocaster mit Originalton, nachdem man und allem Pipapo, so wie man sie im Laden ganz normal bekommt. Und dieser Verstärker ist ein Laney LC15R. Das ist ein Röhrenverstärker. Und ich kann dir das jetzt mal zeigen, das ist ziemlich cool. Hier hinten siehst du nämlich dann auch diese Röhren. Das sind diese kleinen Glaskolben hier, ja, die leuchten so geil. Ja, wie das jetzt technisch funktioniert, fragt da besser jemand anders. Oder guck mal bei Wikipedia nach. Das Ganze basiert eben nur darauf, dass da hinten eine Röhrenendstufe drin ist. Das muss jetzt nicht sein, nicht unbedingt sein. Das ist nur schon sehr geil, weil er hat 15 Watt und ist unfassbar laut. Also damit kann man auch theoretisch kleinere Bars bespielen, ohne dass man da jetzt, wer weiß, das mitschleppen muss. Und das ist ganz cool. Aber es ist ein sehr rockiger Sound dann natürlich. Wenn man den nämlich volle Pulle aufdreht, fängt irgendwann die Endstufe an zu verzerren. Und das ist das, was die E-Gitarristen meistens so geil finden. Ne? AC/DC lässt grüßen. So, aber jetzt erstmal zur Grundeinstellung von dem Verstärker. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten an diesem Verstärker jetzt. Das ähnelt sich, oder in vielen anderen Verstärkern ähnelt das hier vom Setting und von den Möglichkeiten. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, in einen High- oder Low-Input zu gehen. Ich zeige es nochmal hier so. Ja. Wenn ich in High eingestöpselt bin, das ist eher für so Gitarren wie diese hier, wo so Single-Coil-Pickups verbaut sind, dann kommt nämlich einfach aus dem Verstärker ein bisschen mehr Dampf raus, wie man so schön sagt. Ja? Da ist einfach die Vorverstärkung schon relativ hoch. In dem Low-Input ist es dann eben so, ich zeige es dir nochmal hier, dass da einfach nicht ganz so viel Ausgangssignal weitergeleitet wird zur Vorstufe, wenn ich das jetzt hier technisch so richtig erzähle. Das ist dann eher für Gitarren mit Humbucker Pickups, so wie eine Gibson Les Paul zum Beispiel. Das ist aber auch je nach Geschmack. Ne? Ich kann jetzt auch einfach sagen, okay, ich möchte auch mit meiner Les Paul den High Input mich einstöpseln, um einfach noch mehr Verzerrung aus dem Verstärker rauszuholen. Ja? Aber da eine Stratocaster eben tendenziell eher ein bisschen weniger Ausgangssignal liefert, stöpsel ich den jetzt hier in den High-Eingang ein. Also, erster Regler ist dann hier der Gain-Regler. Ja? Und der regelt im Prinzip die Vorstufe bzw. den Grad der Verzerrung. Ja? Ich habe jetzt hier mal auf circa 3 stehen von 11, nein, von 10. Und der Equalizer ist jetzt, ich stelle den mal gerade hier so ein, dass alles auf 12 Uhr steht. Ja? Also alle Regler zeigen nach oben. Und das ist immer so die Grundeinstellung, die ich vornehme, wenn ich einen Verstärker ausprobiere. Erstmal so alles auf 12 Uhr drin und dann schauen, wie passe ich es dann entsprechend der Gitarre an oder meinem Geschmack eben. Ja? Und das ist erstmal auch bei Gain einfach niedrig anfangen. Ne? Am Anfang machen viele den Fehler, erstmal volle Pulle, das aufzureißen wird. Schauen erstmal, was wir für einen Clean Sound aus dem Verstärker rauskriegen. Ja? Und so klingt das Ganze jetzt. Also es ist einfach hier diese Einstellung, die Volume. Der Volume-Regler ist schon so auf circa 3, ja, zwischen 3 und 4 irgendwie eingestellt. Das ist schon gar nicht so leise jetzt hier im Raum. Ja, aber so klingt das jetzt. Und wenn ich hier richtig reinhaue in die Gitarre, beziehungsweise Soft spiele, dann bleibt das Signal wirklich sehr clean und sehr sauber. Und wenn ich da mal richtig reinrotze in das Ganze,
dann fängt das Ganze schon leicht an zu verzerren. So, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte mich jetzt hier noch mal ein bisschen mit der Klangregelung auseinandersetzen. Es gibt jetzt hier aber noch mehrere Regler an diesem Verstärker. Ich hatte jetzt eben hier schon kurz den Volume angesprochen. Das ist im Prinzip die Endstufenleistung, die ich da einstellen kann. Wenn ich den weiter runterdrehe, dann wird es immer leiser und tendenziell cleaner. Wenn ich ihn jetzt hier, das mache ich jetzt hier nicht, du hörst schon, es fängt unfassbar an zu rauschen, so voll aufdrehe, dann ist die Endstufe am Verzerren und das Ganze klingt ja geil verzerrt. Ja, vielleicht mache ich es mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Aber nicht weiter erzählen, ja? Meine Güte, nichts für schwache Nerven. So, das machen wir jetzt mal schnell zurück. Wieder so auf 3, 4. Und jetzt haben wir hier noch einen Reverb-Regler, der regelt dann einen Hall-Effekt. Ja? Wenn ich den hier so mal voll reindrehe, damit du mal hörst, was dann so damit da passiert. Ja, plötzlich stehe ich in der Kirche. Drehe ich mal wieder zurück. Und jetzt gibt es hier noch einen coolen Bright-Schalter. Ja, der ist dazu da, bright, hell. Der war auch jetzt eingeschaltet. Wenn ich ihn rausnehme, klingt das Ganze einfach ein wenig dumpfer. Und das ist, je nachdem, wenn du da Verzerrpedale vorschaltest oder andere Effekte, kann das einfach sein, dass es besser zu deinem Sound dann passt. Das ist einfach eine weitere Möglichkeit, da wird nochmal im Frequenzbild nochmal ordentlich was in den hohen Mitten und Höhen ja, verstärkt. Also das ist jetzt ohne Bright Switch aktiv. Und jetzt mit. Wirklich für clean Sounds unglaublich geil. Dann kriegt das so einen silbrigen, coolen Sound. Und jetzt kommen wir aber zu einer Möglichkeit, die wir mit diesem Verstärker haben, die wir den meisten Verstärkern haben. Ne? Dass wir eben die Möglichkeit haben, hier den Gain-Regler hochzuziehen. Das heißt, wir haben letzten Endes einen ähnlichen Effekt, als würden wir jetzt hier den Volume-Regler voll hochreißen. Ne? Der ist für die Endstufe zuständig, dass die dann übersteuert. Aber hier übersteuert nur die Vorstufe. Das heißt, ich kann das jetzt auch hier ein bisschen zurückdrehen in der Endstufe, aber wenn ich jetzt mal hier auf 10 gehe, das ist so ein geiler Anfängerfehler, erstmal Gain auf 10 drehen, dann kriege ich so einen übertriebenen, verzerrten Sound. Für das ein oder andere gar nicht so uncool, also, aber, du wirst jetzt mal nicht merken, ich mache es mal ein bisschen leiser, die Lautstärke wandert schon auch ein bisschen mit hoch, aber grundsätzlich ist das trotzdem jetzt, obwohl Gain auf 10 ist, bei weitem nicht so laut, wie eben, als ich Volume voll aufgedreht habe auf 10. Ja, yeah. Also es kann jetzt da zum Beispiel sein, dass der Bright-Schalter zu krass ist und dass es dadurch sehr britzelig oder wie nennt man das, sehr höhenlastig klingt und das kann sehr unangenehm sein, gerade wenn es dann sehr laut wird. Deswegen mache ich ihn mal gerade rauf. Und dann kannst du jetzt sagen, okay, das ist mir immer noch zu viel, ich drehe mal ein bisschen Höhen raus, hier bei Treble. Das habe ich jetzt mal hier ein bisschen runtergedreht. Eine Möglichkeit ist aber jetzt, werden viele sagen, oh, AC/DC, was geht? Noch nicht der richtige Sound. Also, weil bei AC/DC ist es meistens so, viel weniger Gain. Und das ist mein grundsätzlicher Tipp. Ganz, ganz wichtig, am Anfang erstmal mit weniger Gain starten. Ich bin jetzt hier auf 5 gedreht, das ist immer noch ganz schön verzerrt. Ich gehe im Treble nochmal auf 12 Uhr alles, weil ich glaube, das wird jetzt nicht mehr ganz so krass. Dreh den Volume wieder ein bisschen höher. Und da wirst du feststellen, das klingt auch schon sehr AC/DC-mäßig. Aber das ist gar nicht so verzerrt, wie man immer meint. Bisschen laut wieder.
Möglichkeit. Wenn ich dann sage, ich möchte es doch ein bisschen aggressiver haben, haue ich nochmal den Bright Switch rein. Ist auch von deiner Gitarre ein wenig abhängig. Diese Gitarre klingt jetzt gerade hier auf der Bridge-Pickup-Position relativ spitz und hell. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, den Bright Switch rauszunehmen. Ich drehe ein bisschen beim Treble zurück und um nochmal auf den Equalizer hier zu sprechen zu kommen. Du kannst einfach dann sehr gut dich an deine Gitarre anpassen. Wenn die Gitarre ein bisschen spitz klingt, drehst du ein bisschen Treble zurück, ein bisschen besser rein, aber da auch aufpassen, nicht zu viel, dass es unten so rumsuppt und so wummerig wird. Und die Mitten sind nochmal sehr schön dazu da, um das Ganze sehr durchsetzungsfähig und bissig zu machen. Ja, ich drehe die Mitten jetzt mal voll rein. Es setzt einfach an einem anderen Punkt an, wo der Treble-Regler ansetzt. Ja, die Mitten sind einfach nochmal für so was Kerniges, Voluminöses da zuständig. Jetzt die Mitten mal ganz raus. Also mir gefällt das gar nicht. Da kommen so die Bässe dann sehr präsent, die Bässe rutschen dafür dann sehr in den Vordergrund und es klingt insgesamt sehr leblos irgendwie. Ne? Deswegen, ich bin immer ein Fan, ein bisschen mehr Mitten auch, tendenziell ein bisschen weniger Treble jetzt bei dieser Gitarre und ein bisschen Bass rein. Und dann je nach Geschmack noch ein bisschen hier beim Gain noch reindrehen. Aber ich sag mal so, Gain steht jetzt auf 6, 7. Das ist einfach eine sehr gute Basis, um sich da heranzutasten, sei es jetzt für einen verzerrten oder einen cleanen Sound. Ja, schau bei deinem Verstärker einfach, was habe ich für Regler, und insbesondere beim Gain-Regler und beim Volume-Regler aufpassen. Weniger ist da am Anfang erstmal mehr. Du kannst immer noch mehr hinzufügen, wenn du jetzt so richtig heftigen Metal spielen möchtest oder so. Klar, da ist meistens sehr viel Gain im Spiel, aber Gain erzeugt zum einen unglaublich viele Nebengeräusche. Das hast du eben schon mal hier gehört. Also viel Verzerrung bedeutet auch immer sehr viel Brummen, gerade bei Single-Coil-Pickups brummt echt dann richtig stark. Und der Volume-Regler hat gerade bei Röhrenverstärkern da zur Folge, wenn du es immer weiter aufdrehst, wird es nicht nur lauter, sondern es verzerrt sich auch immer mehr. Und wenn der Gain-Regler dann schon verzerrt, hast du irgendwann einen sehr übersteuerten Sound. Das kann mal als Effekt cool sein, aber bringt irgendwann nichts. Die meisten haben aber wahrscheinlich zu Hause so auch kleinere Transistorverstärker, ne, oder digital verstärkte Verstärker, die mit einer Digital-Endstufe arbeiten oder einer Transistor-Endstufe. Das ist auch vollkommen okay, damit kann man auch coole Sounds erzeugen. Aber passt da einfach auf, der Gain-Regler ist meistens so der erste große Feind. Und schau erstmal bei dem Equalizer, dass du alles auf 12 Uhr drehst und dann wirklich guckst, wie klingt meine Gitarre, und dich da so von Regler zu Regler ein bisschen hervortastest, weil jeder Verstärker reagiert da auch ein bisschen anders. Ja? Ich könnte jetzt hier 20 Verstärker hinstellen und jeder würde so eine etwas andere Nuance, Klangfarbe so abbilden. Ja? Und insofern ist es wirklich ganz wichtig, Ohren auf, aber Gain-Regler ganz wichtig und gucken, High-Low-Inputs. Wenn ich jetzt hier in Low gehe, habe ich tendenziell noch weniger Verzerrung am Start. Jetzt nochmal in High. Da kommt direkt mehr raus, es verzerrt direkt mehr, wird ein bisschen lauter und unabhängig davon, ob ich hier irgendwas verstelle oder eben nicht. Und du hast auch häufig in Verstärkern, gerade in diesen kleinen Überamps, noch so Effekteinheiten. Ich habe jetzt hier nur, wie gesagt, diesen Hall-Effekt drin. Aber auch da gilt, schau dir genau an, was du da einstellen kannst und setz die Intensität erstmal nicht zu krass hoch. Das kannst du mal machen, aber erstmal in so eine Mittelposition und von da aus dann weniger oder mehr einstellen, je nach Geschmack. Ja, aber als grundsätzlichen Sound auch einfach mal gucken, was hat meine Gitarre hier für Möglichkeiten. Ne? Viele habe ich dabei beobachtet, dass sie dann eine Gitarre nehmen und entweder die Leute gar nicht wissen dann, was sie hier überhaupt an der Gitarre auch noch so einstellen können. Das ist ein ganz anderes Thema. Habe ich auch ein Video hier auf YouTube. Check das auf jeden Fall auch mal auf meinem Channel. Da erkläre ich, was man bei der Gitarre alles so machen kann, wofür diese Regler hier an den Gitarren so sind.
Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du noch irgendeine Frage zum Thema Amps hast, lass es mich wissen. Ich versuche dir dabei zu helfen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!